So, hallo Freunde. Da ich selber immer wieder Probleme habe mit meiner Heizungsanlage, weil ich einfach vergesse, wie die Einstellungen gemacht werden, weil man das ja in der Regel nicht jeden Tag macht. Und Brötje ist nicht jetzt unbedingt so eine gängige Marke, glaube ich. Zumindest habe ich das nicht so oft gehört. Mache ich einfach mal so ein Mini-Manual. Sowohl für euch als auch für mich. Also, wir haben hier eine Brötje Ecotherm Plus WGB 15C. Was will ich eigentlich machen? Ich will zum Beispiel, also ich arbeite meistens in diesem Modus. Jetzt mal gucken, ob ich meinen Finger sehe. Da. Trinkwasser an, aus, könnt ihr von hier aus machen und dann Modus wechseln. Wenn ich einfach nur automatisch abends ab einer bestimmten Uhrzeit die Heizung aushaben will und morgens ab einer bestimmten Uhrzeit wieder an, dann stelle ich hiermit mit dem Knopf diesen Strich hier auf Auto. Ich zeige das mal eben. Das ist bei Auto. Ich drücke drauf, boom, der springt um auf irgendeine Komfortfunktion, brauche ich nicht. Nochmal weiter auf irgendeine Sparfunktion, brauche ich auch nicht. Und Heizungsanlage aus, so eine Art Standby. Was ist das? Im Sommer, also Frühling, Spätfrühling, wenn es wärmer wird, braucht keiner die Heizung, also schalte ich das Ding aus. Aber Trinkwasser, wo ist mein Finger? Da, Trinkwasser ist noch an. Also man hat Warmwasser zu Hause, aber die Heizung ist aus. Braucht man nicht. So, jetzt haben wir Ende März. Bumm, nochmal auf Automatik. Da ist er. Jetzt, es gibt, also einfach merken, diese Anzeige 42 Grad, wenn das da ist, auf Escape drücken, Boom, auf OK drücken, Boom, und man ist in dem Menü, wo man verflucht viel einstellen kann. Das habe ich gestern über eine halbe Stunde gesucht und nicht gefunden. So, hier könnt ihr dann mit OK drücken und dann Datum, Uhrzeit einstellen. Einfach weiter, dann kommt ihr auf Datum, das Jahr, wieder die Uhrzeit. Escape zurück, wie beim Computer. So, ein Bedienelement, sowas wie Sprache und so weiter. So, Zeit, was steht da? Zeitprogramm, Heizkreis 1. Das ist das Ding, was ich gestern gesucht habe, wie ein Bekloppten. So. Montag bis Sonntag. Da. Also ich habe einfach weitergedreht, ne, hier an diesem Rad. Start, 5 Uhr. Ende habe ich gerade von 23 Uhr auf 21:40 Uhr gestellt, weil da ist ja noch eine Restwärme dann in der Wohnung oder im Haus. Und dann muss man nicht unbedingt bis 23 Uhr warten. Eigentlich reicht das vollkommen. So, und wenn ich dann zum Beispiel sage, och, das will ich jetzt wieder auf 22 Uhr haben, dann drücke ich auf OK. Drehe das weiter. Schwupps, und ein zu viel. Nochmal zurück. Zwei zu viel. So, okay. Drücken. Bumm. Und jetzt hat er 22 Uhr übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, 5 Uhr geht die Heizung an. 22 Uhr geht sie aus. Was auch immer das ist. Achso, das ist die Phase 2. Ist schlecht. Also, das Ding hat mehrere Phasen, die man einstellen kann. Also Heizkreis 1, Heizkreis 2 und so weiter. Ich habe das so einfach wie es geht gemacht. Jeden Tag das gleiche soll um 5 Uhr angehen und um, ich habe das ja gerade verstellt. Aber auf OK. Und 21 Uhr von mir aus 40. Okay, soll die Kiste ausgehen. Da brauchen wir keine Heizung mehr. Das ist alles. Achso, na klar, es geht ja noch weiter, logisch. Escape. Und dann gibt es hier noch, gucken wir mal, Trinkwassertemperatur. Heizkreis 1, Trinkwasser, da ist das Ding. Und nochmal auf OK. 45 Grad, keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich habe gerade gelesen, man muss 50, 55 einstellen wegen Salmonellen und tralala, damit das warme Wasser eben die Salmonellenbildung vermieden wird. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich hatte 40 hier eingetragen, jetzt habe ich auf 45 eingestellt.
Einfach auch aus dem Grund, wir haben kleine Kinder und ich möchte einfach nicht, dass das Wasser heiß fließt. Ja, die verbrühen sich dann. Das ist so der Hintergedanke, warum ich auf 40, 45. 45 werde ich es testen. Wenn das in Ordnung ist, lasse ich das so. Ansonsten gehe ich wieder auf 40, weil die letzten 4 Jahre war das Ding auf 40. Warum sollte das nicht passen? Jo, was gibt es denn noch? Trinkwasser, so einmal Escape raus. Kesseltemperatur, Fehler und brauche ich alles nicht. Ich brauche einfach nur die automatische Funktion. Soll automatisch um 5 Uhr angehen, soll irgendwann ausgehen und Trinkwassertemperatur ist auch eingestellt und ich bin glücklich. Ich glaube, mehr braucht man auch nicht. Ja klar, hier unten ist noch eine Anzeige, zeige ich auch nochmal. Rot ist natürlich Minimum und dabei 3 Rot ist Maximum. Ich müsste so langsam mal, glaube ich, bis 1,5 habe ich in der Regel drin gehabt, 1,5, 1,8 irgendwie so Wasser wieder mit dem Schlauch da unten nachfüllen und dann ist das Ding auch okay. Ja, sonst braucht man großartig nichts zu wissen über diese Heizung. In der Hoffnung, ich helfe damit irgendwelchen verzweifelten Anwendern, so wie ich gestern um fast 24 Uhr. Ich habe da noch rumgefummelt und das nicht gebacken gekriegt, weil ich vergessen hatte, wie das funktioniert. Na klar habe ich ein Manual, das habe ich gerade in der Hand. Das versteht man auch nicht so wirklich. Ja, zumindest steht es da nicht drin, wie man in dieses Programmiermenü reinkommt. Also in der Hoffnung, es hilft euch. Viel Spaß beim Einstellen der Heizungsanlage. Ciao.